Hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zur Runde Nummer 20 in der Lotto Hessenliga. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Ach ja, dann lasst uns keine verlieren und direkt durchstarten mit Match Nummer 1. Und mit dieser Ecke für den KSV Baunatal gegen Viktoria Griesheim, die in der zweiten Halbzeit seinen Weg ins Ziel findet. Mario Wolf, der glückliche Torschütze, keine unverdiente Führung bisher. Auch wenn die Gäste schon zweimal das Aluminium getroffen haben. Hier machen die Zwiebelstädter es besser. Toller Antritt über links außen. Alexandro Paraschiff trifft zum Ausgleich und zum Endstand von 1:1. Alles in allem eine gerechte Punkteteilung in Baunatal. Hünfelder SV erwischt einen gebrauchten Tag. So titelt das Gelnhäuser Tagblatt nach dem Spiel gegen den SC Waldgirmes. Und das trifft den Nagel auf den Kopf. Nach nur 2 Minuten hämmert Tolga Duran diesen Sahnefreistoß in die Maschen. Was ein Brett, bin ich mir nicht sicher, ob man das im Baumarkt so kaufen kann. Weiter in der 7. Spielminute, Waldgirmes hier einfach spritziger in den Zweikämpfen, erobern jeden zweiten Ball, Strack ist durch, Strack verwandelt. Beide Goalgetter treffen innerhalb der ersten 10 Minuten für den SC 2:0. Während sich hier die letzten Sonnenstrahlen des Jahres durch den Äther schälen, spielt Waldgirmes weiter auf Sieg. Und das geht dann auch viel zu einfach. Marvin Helm mit Platz für 3 weitere Marvin Helms macht hier seinen ersten Saisontreffer mit Hilfe der Latte. Im zweiten Abschnitt passiert lange nichts. Erst kurz vor dem Abpfiff klingelt es nochmal. Strack arbeitet weiter an seinem Torekonto. Platz zwar noch nicht aus allen Nähten, ist aber mit nun 9 Treffern doch schon pralle gefüllt. Waldgirmes unterwegs erfolgreich 4:0. Absteiger gegen Aufsteiger heißt es bei der Partie Kassel gegen Eddersheim. Die Nordhessen hier mit einer Ecke und die Kompass genau in die Mitte. Und was ein Abschluss von Nikolai König ins eigene Netz. Da schauen wir nochmal drauf. War das mit der Hacke? Ich denke ja. 42. Nach einem weiteren Eckball versuchen es die Löwen über den zweiten Anlauf. Frederik Brilder mit der Flanke findet über Umwege den Deckel von Sebastian Schmer. Tor 2:0. Brandgefährlich dieser Schmer bisher in dieser Spielzeit. Auch hier wieder eiskalt vor dem Tor. Und das sollte nicht sein einziger Geniestreich heute bleiben. Bekommt im zweiten Abschnitt noch diesen Traumpass aufgelegt. Kein Abseits, kein Problem. Doppelpack für Schmer. Und der verdiente Dreier für den KSV, der nun bereits zum 4. Mal in Serie als Sieger vom Feld geht. Auf unsere nächste Partie, das muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mich schon ein bisschen drauf gefreut. Leider hat er mal ja zuletzt 2 Mal in Folge nicht erfolgreich, sonst wäre da noch mehr Dampf drauf. So geht Gießen hier nach 30 Minuten in Front. Michael Fink nach der Ecke trocken, das Top-Team führt. Wer soll diese Mannschaft noch am Aufstieg hindern, fragt man sich da. Rot-Weiß heute auf jeden Fall nicht. Nur 2 Minuten später klingelt es bereits erneut. Chris Spang mit der Finte, ein wahres Traumtor. Gießen biegt hier auf die Siegerstraße ein. Verstehen Sie mich nicht falsch, Hadamar hat hier tolle Chancen in diesem Spiel. Bangert und Böttler, die magischen Bs, hätten die Fürstenstädter nochmal ranbringen können. Stattdessen schnürt Fink seinen Doppelpack. Heute gleich 2 Mal nach Ecke erfolgreich. Gießen gewinnt erneut 3:0 hier der Endstand. Schauen wir, was der Verfolger macht. Ab nach Alzenau. Die sehen heute nicht rot, sondern grün. Bad Vilbel ist zu Gast und erlaubt sich diesen groben Schnitzer. Hedon Celista bedankt sich, baut seine Führung in der Torjägerliste aus. 19 Treffer. Wahnsinn. Der FV kommt aber hier schnell zurück. Lediglich 5 Minuten darauf überrumpeln sie die Bayern-Defensive mit einem ganz langen Ball. 11 Meter. Benjamin Sabic wird den schießen und vergibt. Doch, Lukas Knell spritzt dazwischen und gleicht hier aus. Geht hier heute was für Bad Vilbel? Der Torjäger vom Dienst hat da was dagegen. Alzenau mit Druck. Ergaunern sich schon wieder den Ball. Ja, gibt's denn das? Celista hat ihn und rums. Darf er feiern. Herzlichen Glückwunsch zum 20. Saisontor und zum Sieg. Denn hier fällt kein Treffer mehr. Alzenau geht als Sieger vom Feld.
Spannend ist es nicht nur an der Tabellenspitze der Liga, nein, auch unten haben wir tolle Duelle, wie zum Beispiel Eder-Bergland gegen Flieden, Letzter gegen Vorletzter. Und wer regelmäßig die Torshow schaut, weiß, wer das erste Tor macht. Na klar, die Hausherren. Valon Ademi reagiert nach dem Abpraller am schnellsten und macht lässig das 1:0. Weiter mit dem zweiten Abschnitt und hier erwartet uns ein wahres Torfeuerwerk. 52. Die Allendorfer machen das Spiel schnell. Lukas Guntermann hat's auf dem Fuß. Ja, glaub ich's denn. 2:0 für das Schlusslicht. Toll runtergepflückt und auch toll verwandelt. Eine Zeigerumdrehung später wieder der FCE. Mit einer Flanke von links. Massig Platz für Manuel Todd, der das ruhig zu Ende spielt. Eder-Bergland mit 3 Toren vorne. Das riecht nach 3 Punkten und einem Befreiungsschlag. Doch noch ist Flieden hier nicht fertig. Können in der 57. Minute durch Marc Götze aufschließen. Tolle Technik. Führt den Ball mit rechts am Verteidiger vorbei, um dann den Keeper mit links zu schlagen. Toll gemacht. Valon Ademi macht dann aber hier alles klar. Trifft eine Viertelstunde vor Spielende erneut zum 4:1 Zwischenstand, der am Ende dann auch für die Punkte reicht. Daran ändert auch nichts, das 4:2 für Flieden per Elfmeter. Dem FCE gelingt der Coup im Kellerduell. Zum Abschluss dieser Torshow besuchen wir noch 2 Kunstrasenplätze. Starten wir mit dem in Rosbach vor der Höhe. TGF empfängt Ginsheim und spielt hier furios auf. Marvin Akus Rodriguez erwischt dabei einen Sahnetag. Hier macht er das 1:0. Im zweiten Abschnitt holt er dann auch noch einen Elfmeter raus. Fällt nach Ziehen und Zerren des Gegenspielers. Konke tritt an und bleibt cool. Schickt den Keeper ins falsche Eck. TGF steht vor der Überraschung gegen den VfB Ginsheim. Hinten heraus gelingt den Hausherren dann noch ein Doppelschlag. Erst macht Marvin Akus Rodriguez seine 2. Bude nach toller Vorarbeit von Abdussamed Gürsoy. Dann trifft Konke ebenfalls doppelt und veredelt den starken Auftritt von Türkgücü. 4:0 heißt es hier am Ende. Der zweite Kunstrasen, der kein Wasser braucht, steht in Lohfelden. Hier die Barockstadt zu Gast, die nach einer Ecke in Führung geht. Der Kapitän hat's gemacht. Patrick Schaaf beweist da Köpfchen. Kurz vor der Pause gelingt Fulda Lehnert sogar dann noch der 2. Treffer. Gerade noch per Ecke einen aufgelegt. Ist es hier wieder Marcel Mosch als Torschütze dieses Mal. Hat er noch den Fuß am Ball. Die Barockstadt auf 3 Punkte Kurs. Lohfelden, ja, zuletzt mit 2 Siegen gegen namhafte Gegner. Eigentlich gut in Form, heute aber nicht mit dem nötigen Fortun. Denn auch wenn Enes Salkovic in der 60. Minute mit diesem schönen Karate-Kick den Anschluss machen kann, kann der FSC in der Nachspielzeit nicht diesen Elfmeter verwerten. So gewinnt die Barockstadt denkbar knapp mit 2:1. Tore, 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 hier alle Buden in der Übersicht. In der Tabelle springt Waldgirmes zurück an Rang 4, Baunatal fällt auf die 6. Unten macht TGF einen großen Satz auf die 10, Flieden übernimmt die rote Laterne. Hidon Selişta setzt sich weiterhin die Krone auf, wer kann ihn noch stoppen? Und das war's, danke fürs Einschalten. Ab Freitag geht's weiter mit Bad Vilbel gegen den VfB, Fulda Lehnertz gegen Gießen und Hadamar gegen Baunatal. Es wird ein Fest, bis dahin machen Sie's gut.